Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder ein kleines Opening-Video. Wir sind mal wieder auf der Vindica unterwegs und haben die Mission, die Xavio-Schultern zu bekommen. Und ich hoffe, ich krieg sie heute. Wir waren nämlich wieder fleißig, haben wieder einiges an Argonit gesammelt. Und mit diesem Argonit wollen wir uns hier auf der Vindica Tokens kaufen. Und mittels der Tokens hoffentlich die Xavius-Schultern. Die sind relativ selten, sowohl bei Xavius als auch, wenn man sie hier über den Händler holen will. Ja, ich denke aber, durch den Händler habe ich bessere Chancen, deswegen fahren wir das jetzt mal hier ein bisschen. Und ich würde sagen, wir starten mal durch, machen die ersten beiden Schultern auf und ihr müsst alle ganz, ganz fest Daumen drücken. Die habe ich schon letztens mal gesehen. Demon Hunter sind das. Die sehen genauso aus wie ein Demon Hunter Set, ne? Genau. Na, die brauche ich nicht, okay. Die sind aus Nighthold. Was haben wir hier? Argus Zonendrop. Das brauchen wir auch nicht. Können wir gleich wieder verscherbeln, dass wir das Inventar freikriegen. Also 2 von 10 Versuchen. Zweimal nix gekriegt. Traurig. Ganz schön traurig an der Stelle. Okay, dann loggen wir gleich mal weiter. Ich habe nämlich einige Chars vorbereitet. War fleißig. Man muss nämlich hier, um diese 650 Agonie zu kriegen, am besten immer die Dailies bzw. Weeklies machen. Und das zieht sich, ne? Also man muss 3 Invasionspunkte säubern und zusätzlich noch 50 So-Agonit holen, einige Rares umhauen, einige Schätze aufmachen, dann gibt es genug Agonit, um hier eine Schulter zu holen. Das ist ein bisschen Aufwand, vor allem ist es halt praktisch, wenn man das mit vielen Chars machen kann, dann geht's tatsächlich. Gut, hier haben wir jetzt den nächsten Char auf dem zweiten Account, der hat einmal 900, also können wir uns auch nochmal eine Schulter kaufen. Ich muss immer gucken, dass ich nicht wo ist die jetzt hin? Ah. Ich muss immer gucken, dass ich nicht versehentlich den Kopfteil oder irgendwas anderes hole. Das war leider auch nichts. Aber krass Titanforged ist das Ding. Das ist mir nämlich letztes oder vorletztes Mal, glaube ich, passiert, dass ich versehentlich dann ja, darfst du keinem erzählen, das falsche Token gekauft, aber nur einmal tatsächlich, ne? Also jetzt nicht mehrmals. Gut, hier muss ich die Fische auch mal noch an den Mann bringen. Ich habe ja eine Weile auch geangelt. Und das seht ihr übrigens im anderen Opening-Video, ne? Da bin ich dran, Angeln zu bekommen. Und ja. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, hier umloggen auf einen anderen Server. Und ich meine, es war hier auf Lothar, ne? Da hatte ich ja auch nochmal ein paar Chars, die leider ein bisschen schlechter equipped waren. Also 3 haben wir aufgemacht. Hier mit dem Rogue war ich ein bisschen unterwegs, während ich darauf gewartet habe, LFR-Invites zu kriegen. Ich farm mir alles Mögliche an Transmog für Leder im Moment. Und ja, Leder, also beziehungsweise mein Druid, ne? Und da sind auch Rogue-Dolche dabei und das ist echt ein bisschen ätzend, da aus dem LFR zu versuchen, noch den Transmog rauszuquetschen. Vor allem mit einer DD-Klasse, da kriegst du auch nicht so schnell Invites. Gut, dann schauen wir mal, ob Nummer 4 was wird. Hier wieder die Schultern. Einmal aufgekauft. Daumen gedrückt, Leute. No, ich habe hier mit dem den Sound nicht an, merke ich gerade. Also selbst wenn was procken wird, wird man es nicht gleich hören. Der Sound kommt nämlich manchmal noch ein bisschen vorher, bevor das Ding umgewandelt ist. Ich würde sagen, wir machen ihn jetzt mal an. Dann haben wir hier diesen Sound, wenn wir wieder was Neues für die Collection lernen, gleich quasi so ein bisschen als Vorwarnung. Gut, das war jetzt Nummer 4. Nummer 4 war leider auch nichts. Dann müssen wir mal switchen. Hier unten habe ich noch einen Char. Und ja, ich habe relativ viele Lederchars. Und jetzt, genau jetzt wisst ihr, warum das praktisch ist, so viele zu haben. Wenn man halt so ein Weekly-Zeug in Massen farmen will oder farmen muss, wenn man das Transmog halt haben will. Gut, jetzt muss ich mal schauen, was habe ich mit dem Rogue. Der hat 900, also können wir uns nochmal 5 kaufen. Für meine Gammeltwinks hat der ganz gutes Gear, ne? Also hier 437 mittlerweile. Hat der nur, weil ich halt mit dem Transmog farm, ne? Sonst hätte ich den halt null equipped, sonst wird der bei 300 Item Level oder 400 mit diesen Dinger-Items rumlaufen. Aber durch Transmog farmen kriegt er tatsächlich ein bisschen was. So, was hat man gesagt? Nummer 5 ist das, ne? Ich verzähle mich bestimmt wieder. Okay, da ist irgendein Transmog geprockt, aber das waren 2 Transmog. Okay, das hatte ich dementsprechend schon. Holy moly. Achso, jetzt bin ich gerade mit einem anderen Account eingeloggt, deswegen kommt nochmal der Sound. Gut, also das hatte ich schon tatsächlich, aber als 2 Transmog können wir es mitnehmen, verkaufen wir es gleich wieder. Brauchen wir nicht. Nummer 5 war leider auch nichts. Können wir einmal umloggen. Und da muss ich jetzt mal schauen, wo haben wir denn noch Agonie drum liegen? Ich schätze mal, bei dem Monk müssten wir noch was rumliegen haben.
Dann schauen wir mal, was der Boost-Tiller hat. Das ist übrigens mein Char, den ich mir damals für Freeworld Boost erstellt habe, bevor Blizzard das eingeschränkt hat, oder beziehungsweise wenn man ne, einen Level-Stop an hat, dass dann die anderen Leute auch wesentlich weniger EP kriegen, was sehr schade war. Damit war quasi Low-Level-Boost-Chars oder Edeltwink, wie sie genannt wurden, sind damit gestorben. Aber gut, mit dem Main kann ich auch boosten, von dem her ist das kein Stress. Gut, das müsste Nummer 6 dann sein. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ebenfalls ist das wieder nichts gewesen. Was haben wir hier alles noch für ein Crap? Weg damit. Ein Toy noch. Wenn ich hau ja die Rares auch um, um das Argonit für die Quest zu bekommen, ne? Und ohne Scheiß, wie viele Argus-Mounts ich rausgezogen habe. Wenn ich überlege, wie lange ich gefarmt habe, teilweise bis ich diese blöden Mounts hier auf Argus hatte. Jetzt gehe ich halt mit den Twinks hin und hau diese Rares um, um das Argonit zu bekommen. Zack, ein Mount nach dem anderen droppt, ne? Ich sag's euch. Ich glaube, die könnte ich sogar handeln. Aber ich mache das ja meistens nur mit meinen zwei Chars und da hin und her zu handeln macht dann auch keinen Sinn. Gut, jetzt gehen wir hier nach Ekwin. Da habe ich nämlich auch noch ein bisschen was geholt. Und seht ihr, jetzt werden meine Chars nämlich beschissener. Ne? 3,51 mit schön der Garrosh-Waffe und so. Und da wird es dann halt schon ätzend mit so einem Gear, der teilweise hier noch Account-Gear-Zeug an. Und mit solchen Chars das Ding runter zu spielen, da zieht sich dann tatsächlich. Gut, Nummer 7. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht verrechnet. Ich müsste eigentlich genau noch 10 Dinger haben, also insgesamt. Okay, das war auch wieder nix. Nummer 7. Einmal nix. Schauen wir mal, ob ich mich verzählt habe. So, auch hier habe ich wieder so einen Kolben bekommen. Das letzte Mal schon erzählt. Es gibt so spezielle Waffen, die man in diesen Invasionen kriegen kann. Was ist denn das hier eigentlich? Habe ich das noch nicht? Ah, nee. Okay, die habe ich schon gesammelt. Irgendwie ist das ein bisschen komisch. Das sieht man so schlecht, ob man das schon gesammelt hat. Ah, doch, hier collected. Okay, Nummer 7 haben wir. Keine Ahnung, warum ich jetzt mit dem Gammelchar das noch so eine Waffen-VZ rumliegen habe. Dann haben wir hier noch einen Char. Und hier, achso, da wollte ich auch noch einen loggen. Da oben, der müsste noch was haben. Teilweise habe ich halt mit den Chars ewig nicht eingeloggt, deswegen haben die halt so ein. Ja, teilweise Waffen-VZ oder irgendwelche uralt Transmogs noch im Inventar rumliegen, weil ich brauche die ja für sonst nichts. Ne? Ich habe so ein paar Chars gesetzt, wo ich so ein bisschen Zeug verkaufe, aber die meisten brauche ich nicht. Die habe ich dann nur mal auf 120 gelevelt, ausgelockt, nichts mehr gemacht. Aber für so ID-Geschichten ist es halt sehr praktisch, ne? Wenn man dann, sagen wir mal, 20, 30, 40 Leder-Chars hat und dann einfach durchziehen kann und nicht Woche für Woche mit zwei, drei Chars warten muss, ist es praktisch. Ich glaube, die Anzahl, die ich mittlerweile habe, ist weitaus genug, ne? Also, ich glaube, ich habe die Woche mit 10 Chars auf beiden Accounts das Argonit gefarmt, um auch ein bisschen vorzufarmen, tatsächlich, wenn ich mal weniger Zeit habe. Und ja, das ist dann teilweise schon ein bisschen anstrengend. Gut, jetzt schauen wir mal. 7 hatten wir, mit dem sind wir eingeloggt. Schauen wir mal, was mein Nutella so hat. Ja, der hat Char heißt wirklich so. Der kann sich zwei kaufen. Zwei Stück. Haben wir es denn hier? Eins, zwei, also es müsste dann 7 hatten wir, ne? 8 und 9 sein. 8. Oh boy, warum? Gib mir doch einfach die Schultern. Gib mir doch einfach die Schultern. Also hier habe ich jetzt noch mit einem die Münzen. Aber auf dem zweiten Account haben wir sie ja auch. Da müssten wir hier hinkommen. Dem Gammelchar, genau. Der könnte sich sogar fast zwei holen, ne? Mit dem hier. Nicht schlecht. Machen wir hier einen Sack zu, dann müssten wir bei 10 Stück sein. Dann habe ich sogar eins mehr, ne? Also ich dachte, da habe ich schon mal eins vorgefarmt für die nächste Episode dann wieder, falls das jetzt nichts wird. Komm. Ich hasse diese Xavier-Schultern. No, jetzt muss ich halt nochmal reinfarmen. Naja, zumindest habe ich mit einigen Gammeltwinks hier die Pre-Quest. Also man muss jetzt die hier erstmal das ja die Vindica so weit freiquesten, dass man halt diese Weekly-Quest kriegt. Ne? Zumindest habe ich das jetzt mit einigen gemacht. Ja gut, sollte nicht sein. Ich werde jetzt wieder ein bisschen weiter farmen. Wenn ich dann wieder genug zusammen habe, heißt wieder 10 Stück, dann melde ich mich wieder und ja,
Ich würde sagen, bis demnächst. Schreibt mir gerne mal, ob ihr hier auch die Xavier-Schulter vielleicht rausgezogen habt oder ob ihr sie eher von Xavius bekommen habt. Vielleicht muss ich mir überlegen, dass ich noch ein bisschen mehr bei Xavius farm. Und naja, gut. Das soll es für das Video gewesen sein. Ich hatte mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.